Hallo und herzlich willkommen zur letzten, vermutlich letzten Folge von Let's Play Skyrim Legendovision. Enderal-Version, nicht dem normalen Legendary. Nein, nein, das ist noch lange nicht vorbei. Da wird wahrscheinlich gerade erst in der Hälfte oder dem ersten Viertel des Let's Plays, glaube ich. Ja, es dürfte soweit sein. Wir haben alles gesammelt. Jetzt geht's ans Leveln. Die letzte Mission machen und auf geht's. Wir haben in den letzten 20 Folgen, und dies war sehr lange, haben wir gesammelt. Gesammelt, gesammelt, gesammelt. Wir haben uns aufgeregt. Diese Folgen werden nach dieser Folge kommen. Das heißt, ihr werdet das noch nicht gesehen haben, was jetzt ist. Aber das alles hier, ne? Diese 187 Eispranken. Wir haben so viel Level. Wir haben, hier, drei... Ups. Wir haben Level 73 mittlerweile. Guckt euch meine Gesundheit, meine Ausdauer an. Die Erfahrungspunkte. Alles. Alles. Und ich habe nichts hier geskillt währenddessen. Und ja. Essen wir doch erstmal die 187 Eispranken. Wir haben nämlich alle Eispranken, alle magischen Symbole. Ja. Gesucht und gefunden. Mit ziemlicher Anstrengung. Wenn ihr übrigens nicht auf Beleidigungen gegenüber dem Spiel, den Entwicklern, den Zuschauern, wirklich heftigen Beleidigungswellen, die wirklich teilweise sehr stumpf waren, steht, empfehle ich euch nicht, die nächsten 19 Folgen zu gucken. Nur so als kleine Vorwarnung. Wir sind jetzt übrigens auf 682 Traglast. Ist das zu viel? Ich weiß nicht. So, zwei Lernpunkte machen wir. Ich würde glatt sagen, ich gehe mal kurz in die Stadt. Ich lasse einmal so den Tag vergehen und gehe dann in die Stadt. Also ich gehe in die Stadt und lass da den Tag vergehen. So ist es vielleicht sinnvoller gesagt. Denn dann werden wir noch ein letztes Mal die Sachen verkaufen, ablegen, alles, damit wir leer und bestens ausgestattet und bestens geskillt, ja, ins Finale gehen. Es gibt immer Vorbereitungen vorm Finale, das ist klar. Die gehören hier mit dazu. Aber ihr wollt ja wohl sehen, wie wir overpowered werden. Ist das der richtige Begriff? Ich denke tatsächlich schon. Also ich fühle mich fast, das ist so schlimm, ne? Ich habe ja diese Sammelfolgen, wo ich wirklich alle magischen Symbole und Eispranken gesammelt habe, vor dem Finale jetzt aufgenommen. So, klar. Ist logisch. Kommen aber nach dem Finale. Das heißt, ich muss mal davon erzählen, was war, aber was kommen wird. Das war so ein Graus, dieses Sammeln. Das ist echt, schrecklich. Das war schrecklich. Das war mit Bugs versehen. Das war mit Gegnern, die wirklich scheiße waren, versehen. Mit schönen Gegenden, muss man auch sagen, natürlich. Weil die Dungeons von Enderal sind schön. Ja. Aber halt auch viel Pech und blöd und, es ist nicht alles Gold, was glänzt. So kann man vielleicht Enderal gar nicht so schlecht beschreiben. Alleine zum Beispiel, was so ein Wasser angeht. Da werdet ihr auch so einige Dinge sehen in den Folgen. Ich will da nicht spoilern für meine eigenen Folgen. Ja, ich bin ein Mensch, das steht auf Spoiler. So ist es nicht. Ne? Also, das ist wirklich... jetzt gemeint. Ich mag Spoiler. Ich mag es, gespoilert zu werden und ich mag es, Leute zu spoilern. Ich weiß, das regt sehr viele Leute auf. Das ist nicht schlimm für mich, weil mich regt es nicht auf. Game of Thrones, ich habe alles wirklich gerne gesehen. Ich habe am liebsten wirklich immer die Spoiler. Ich erzähle immer, wenn man mit Leuten redet, nein, ja, hast du Game of Thrones geguckt? Nein, aber die Spoiler. Ja. Und ich weiß halt alles, das
Jon Snow stirbt und wieder aufersteht, dass die Mauer gefallen ist. Was gibt's noch? Keine Ahnung. Alles Mögliche. Wirklich alles Mögliche. So. Bildet euch in der Kunst der Alchemie fort. Ich könnte mich mit allem fortbilden. Ich glaube sogar mit den Lernpunkten und Handwerkspunkten, die wir haben, kann ich... Also mit den Handwerkspunkten kann ich wahrscheinlich sogar 3 Skills komplettieren. Und mit den Lernpunkten 2 bestimmt. So. Ach, ist das schön hier. Schön, so ruhig. So, das Buch schwimmt immer noch. So, da will ich die Axt des blinden Schürfers reinhauen. Die Spitzhacke, die uns so lange begleitet hat. So. Nehme ich alles mit. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich alles nehmen mache. Das ist das Problem. So, Zutaten kommen rein. So, Bücher. Okay, so. Da muss ich nichts reinmachen. Eine noble Karaffe kann ich reinmachen. Jetzt brauche ich einen Seelenstein auch. So, den selbst brauche ich nicht, den Rest. So, ups. So, fangen wir nämlich an. Fangen wir mit Entropie an. Da sind wir auf 21. Geselle. Lehrlingsbuch ist das. Okay, mit den Lehrlingsbüchern fängt man dann sonst an. Da brauchen wir 4 Lehrlingsbücher, wenn ich das richtig verstehe, oder? Nee. Ich brauche 4 9 Lehrlingsbücher. 9 brauche ich. So. Ist natürlich auch keine. Super. Außer der offene Eingang zum Schalterbereich. Ja, das denke ich mir auch. Wo seid ihr denn? Ich würde gerne einkaufen gehen. Faule Säge. Hier, du. Ja, verkaufst auch nicht. Geralt! Bist du's? Nee. Aha. So. So, die hat, nee. Verbrauchsgegenstände. Lehrlingsbuch Entropie. Nehme ich. So. So. Du Entropiebücher, Lehrlingsbücher, so. 7, 6 Stück. Dann kann ich ja auch wieder hier was verkaufen. Perfekt, das ist ein toller Kauf gewesen. Ja. Ja. Ach, der kauft nichts. Ach so. Das ist das Problem. Ist der Sellerin-Typ schon wieder da?
Ich sah sehr gut. Das war das. So. Erstmal dann lernen. So, das war Lehrlingsbuch Entropie. So. Dann habe ich das so. Dann kommt Gesellenbuch Entropie. Gehe ich einmal komplett durch. So, dann habe ich die Entropie auch auf 50. So, dann kommt das Expertenbuch Entropie. So. Ich weiß, ich bin mit Magie eigentlich gar nicht so bewandert, aber. So. Dann kommen noch die Meisterbücher der Entropie. So. So. Aber jetzt habe ich das auf 100, habe immer noch 101 Lernpunkte. Was kann ich denn für Dinger nutzen? Was habe ich denn für Lehrlingsbücher parieren? Ja, mache ich. So, was habe ich für Gesellenbücher? Fernkampf. Okay, Alchemie. Ja, mache ich. Elementarismus, ja, komm hier. Fernkampf, leichte Rüstung. Leichte Rüstung. Benutze ich alles nicht. Lichtmagie. Vielleicht sollte ich doch sinnvollere Sachen machen. Was kann ich denn gebrauchen? Zweihand. Meisterbücher, Zweihand. Habe ich sowas? Zweihand. Nee. Gesellen habe ich Zweihand. Ich habe Fernkampf, habe ich. Ach, Fernkampf kann ich machen. Bin ich. Nee, was? Auf was bin ich da? Auf 60. Das heißt, ich soll 15 meist. Nee. 15 Expertenbücher so nehmen. So, dann kommt die Meisterbücher kommen dann noch. Dann habe ich den Fernkampf auch auf 100. So, dann habe ich den nächsten Skill auf 100. So, schwere Rüstung, Schleichen. Schleichen bin ich auf 52. Muss ich also Experte, ne? Okay. Hat der diese verbrauchen? Expertenbücher schleichen. Da hier wird direkt so gekauft einfach. Passt schon. So. Mach einfach voll, bis nicht mehr geht. So. 72, 73, 74, 75. So. Meisterbuch schleichen. So. Bedeutet, ich bin jetzt auf 76, das heißt, ich brauche 24 von diesen Meisterbücher schleichen, wenn er die hat. 24, ja, genau, perfekt, danke. Ah, ja, gut, hätte ich das Outfit auch nehmen können. So. Naja, macht nichts, ich habe das Geld. So, dann habe ich Schleichen auch auf 100. Dann bleiben mir noch 8 Lernpunkte. Ja, die kann ich. Was kann ich denn am ehesten verwenden? Parade brauche ich es für Schilde. Schwere Rüstung. Schwere Rüstung.
Ja, schwere Rüstung, würde ich sagen. Expertenbücher. Ich habe nicht genügend Lernpunkte. So. Keine Lernpunkte. Aber Handwerkspunkte habe ich noch. Rhetorik ist auf 100. Schloss knacken. Ja, Schloss knacken, dann die Meister- oder Expertenbücher. So, brauche ich noch 5. Ist auch lustig, ne, dass so eine Bank Expertenbücher, also Bücher im Schloss knacken verkauft. Eigentlich interessant. So. Okay, es wird doch nicht. Nee, es wird eine eigene Folge mit der Vorbereitung. So, Leute, es war eine Lüge, dass ich gesagt habe, das wird die letzte Folge. So. Nein, ich will nichts einzahlen. Was hätte ich denn jetzt gemacht? Meisterbücher. Hat er auch Meisterbücher am Schloss erknacken? 25 hat er. So, gar kein Problem. So, dann ist das auch auf 100. Ja, und dann Taschendiebstahl. Gesellenbuch. So, Handwerkskunst brauche ich alles nicht. So, ich habe nicht genügend Rhetorik. So. So, es ist das auch. Schlösser knacken. So. Mehr Verzauberung. So, dann haben wir hier auch mal ein paar weg. So, den kann ich doch bestimmt irgendwas verkaufen, was ich nicht brauche. Okay, kann ich nicht. Ja, doch, warte mal. Ich verkaufe Ihnen mal die ganzen Bücher. So. So. So, jetzt habe ich noch. Mh, 56 Handwerkspunkte. Das heißt, ich brauche 3, 8 Taschendiebstahl Bücher. 8 Taschendiebstahl Bücher. Lehrling. 8. So, dann von den Gesellen Royale 25. Und dann gucke ich mal, wie viel ich dann noch habe. So. Jetzt habe ich noch 23 Handwerkspunkte. Okay. So, das heißt, ich brauche Experte, ne? 23, okay. So. So, das ist schon mal gut. Kann ich den... Okay, ich kann den nicht beklauen. Kann ich den beklauen? Ne, der hat kein Geld dabei. Na gut. Das macht nichts.
Sondern werde ich bei ihr halt alles andere los. So. Nee, warte mal. Kann ich bei irgendwas kaufen, was sinnvoll ist? Oder auch Dinge, die nicht sinnvoll sind. Hier 1500 Wegestreu-Pfeile. Wie wäre das? Das ist doch gut, oder? Ja. Damit kann man doch nichts falsch machen. Ja, jetzt habe ich 2700. Das ist doch perfekt. So, Leute, mit diesem. Ach nee, au, oh, nee, warte. Na, nein, 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 nein. Puh, nee, warte, Meditation, so ist es. Schrei, Meditation, so. Jetzt kann ich nicht noch 33 Skillpunkte vergeben. Wie wäre das, man kann maximal 2 oder 3 Punkte voll machen? Stimmt, ich sehe es, ich sehe es. Ich habe das freigeschaltet, gnadenlos habe ich freigeschaltet, Rundumschlag habe ich. Was macht das in der Mitte? Das ist so ein Schrei, ach so. Ist dieser Hieb. Gehalten, was ist unbeirrbar? Ja, machen wir. Brachial Kriegshammer nutze ich nicht. Streitäxte nutze ich nicht. So, was haben wir hier? Was ist das? Was ist? Pfeile, die mit eurem Schild abfangt. Schilde nutze ich nicht. Schildläufer nutze ich nicht, nutze ich nicht. Das verlangt euch, langsamt euch nur weniger. Sie wiegt nur noch die Hälfte. Sehr gut. Besteht ein geringes Chance, dass ein Teil des erlittenen Schadens. Das ist insgesamt 10% Chance. Cool. Eiserner Wille. Tragt die außerirdische schwere Rüstung und zugefügter Magieschaden um 15% reduziert. Ja, nett. Was ist das? Blockt ihr, während ein Gegner einen. Nee. Ein Gegner mit dem Schild zu dreschen, absorbiert ein Teil dessen Ausdauer, aber ich nutze keine Schilde. Okay, das ist nicht schlecht. Da kann man glatt mal diesen Schrei zu den Favoriten hinzufügen. Was ist das da oben? 5% wirkungsvoller. Okay, die anderen Sachen, ich brauche sie wirklich nicht. Was ist das hier? Das ist alles mit Einhand, ne? Ja, okay. Einhand, das waren Bögen. Ja, komm, machen wir hier das. Mit schussbereiten Bogen schnell laufen, kommen, wenn machen wir auch. Feuerpfeile brauche ich nicht. Entdeckt zu werden, machen wir auch. So, haben wir auch. So, haben wir. Feuer verlassen, das wollten wir nicht. So, was haben wir hier? Leichte Rüstung brauchen wir nicht. Manche Mörder. Schleichangriff mit Einhand. Nee. Schleichangriff mit Dolchen. Nee. Beim Schleichen sprinten macht ihr eine Vorwärtsrolle. Ja, komm, machen wir einfach mal. So, das ist dieses andere Taschendieb. Taschendieb vielleicht 20% leichter, können wir immer nehmen. So. Dann haben wir Fokus. Wie viele Punkte habe ich denn? 18. So, Psionik und Entropie habe ich, ne? Entropie habe ich voll, okay. So. Konzentration. Also das ist Psionik Entropie. Das ist Mental und Licht. Entfesselte Macht ist ein Schrei aus Skyrim, oder? Elementarzauber. Okay. Nee, Meister der dunklen Künste ist schon richtig. So, Konzentration. So, verringert die
20% beschworene Waffen brauche ich nicht. Psionik schaubar, könnte dafür. Nee. Wirklich eine besonders mächtige Version als Psionik zu wirken, wenn ihr diesen beiden Händen ausgerüstet gleichzeitig wirkt. Das sieht sich interessant an. Seele verschlingen. Verschlingt die Seele eines verschobenen Feindes und absorbiert einen Teil seiner Lebenskraft. Ach, das ist wieder so ein Zauber, den ich freischalten muss, ne? Nutze ich eh nicht. Erhöht die Lebensdauer eurer beschworenen Kreaturen um insgesamt 70%. Was ist das? Verringert die Mana-Kosten für Psionik der Gesellenstufe um 30%. Was ist das? Psionische Schleier brauche ich erstmal nicht. Alle Offensichtszauber sind 30% wirkungsvoller gegen Untot. Wiederbelebt der Untote Leben 50% länger. Tropizauber verbrauchen 10% weniger Mana. Nehme ich. Wie viel habe ich noch? 7. Experte 30%. Ja. Tropisches Blut, zweifach Schaden der Knie. Stilles Zaubern. Das Wirken von Zaubern ist nun lautlos, nebig. Abyss. Psionik-Zauber wirken auf Untot. Okay, das mache ich nicht. Verringert die Mana-Kosten meistens schon 35%. Okay, gut, habe ich. So, beschworene Waffen, nee, Psionik-Schauber, nee. Ja, komm, dann mache ich den noch. Und Abyss, ja, brauche ich eigentlich echt nicht. Blocken, ich nutze halt kein Blocken, ne? Schild, 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 Pfeile. Blocken ist wirkungsvoller. Schatten des Windes. Das ist sowas, was ich nicht nutze auch, ne? Meuchelmörder, Messerstoß, alles Kacke. Alles Scheiße, will ich alles nicht. Was mache ich denn jetzt? Habe ich noch irgendwas, wo ich so ein bisschen gut drin bin? Taschendiebstahl habe ich alles geskillt. Da mache ich hier noch tropisches Blut. Ne. Weiß ich echt nicht, was ich da alles nutzen soll. Fußrodar ist das. Komm, dann mache ich hier Fußrodar. Packe ich Akash Macht auch noch da rein. Was haben wir hier? Also physischen Schaden, also Fußrodar. Zeit wahrnehmen. Nahkampfangriff, kaum Schaden, Rage. So. Fokus. Was ist das? Ach, das ist dieses Garaksche Kampf, also brauche ich nicht. So. Auch hier bin ich jetzt OP wieder mal. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut und nächste Folge geben wir die letzte Folge. Bis dahin und tschüss.